Ja, vielleicht bist du heute Morgen aufgewacht wie an jedem Tag. Du hast gemerkt, der Strom funktioniert noch, das Licht geht an, du hast einen Kaffee gemacht, das Wasser kam ganz normal aus dem Wasserhahn, bist vielleicht rausgegangen auf die Straße, mit dem Bus auf die Arbeit gefahren, vielleicht sind die Kinder in die Kita gegangen und alles war so wie an jedem Tag. Alles war einfach da. Und dass das alles da ist, dafür gibt es ein starkes Team. Das Team, das immer da ist. Und das ist das Team des öffentlichen Dienstes. Das Team, das verlässlich seinen Dienst leistet für unsere Stadt und alle Menschen, die darin leben. Und das Team, das immer wieder auch Verstärkung braucht. Das auf dich wartet, wenn du Lust hast, Teil dieses Teams zu werden. Ja, es hat vielseitige Aufgaben. Wenn es brennt, dann kommt die Feuerwehr. Und das ist bei uns eben auch Teil des öffentlichen Dienstes. Wenn der Müll abgeholt werden muss, dann ist das genauso Teil dieses Teams. Und auch wenn es um das Thema Sicherheit geht, die Kommunen, aber natürlich auch beim Land. Wir haben den Zoo und wir haben auch alle Parks. Es ist wahnsinnig viel los in unserer Stadt und an ganz vielen Stellen von dem, was wir immer denken, das ist doch einfach nur so da. Da steckt ganz viel hinten dran. Die Menschen, die es planen, die Menschen, die es bauen, die Menschen, die es pflegen. Und all diese Teams, die wissen eins, sie dienen unserer Stadt und sie machen ihre Arbeit gerne. Und wenn auch du gerne deiner Stadt dienen willst und Teil dieses Teams werden willst, dann komm zu uns. Heute ist der Tag des öffentlichen Dienstes, ein besonderer Tag. Und ich finde auch ein Tag, wo wir auch mal Danke sagen sollten all denen, die ihren Dienst leisten für unsere Stadt und für unser Land.